Und da bin ich auch schon wieder hier mit Let's Play Final Fantasy 7 und da steht man ein bisschen rum und sofort fängt das Rennen an. Ich wiederhole, ja, kommt das später? Scheinbar. Ich habe nämlich hier noch was in Erinnerung von wegen einer Materie. Ah ne, da liegt sie ja. Die Ramu-Materie, yes. Ich will auch, ich will auch. Ah, ich muss warten auf Esther und so, aber. Ich will auch. Ah, Panik! Panik! Jawohl! Danke, dass du gewartet hast. Das ist ein Chocobo, den ich selbst trainiert habe. Der verliert nicht leicht. Oh ja, weißt du, wie man auf einen reitet? Ungefähr, glaube ich. Dann viel Glück. Ich habe, glaube ich, das erste Rennen noch nie gewonnen. Also nur mal so gesagt, aber ich meine, ich habe den noch nie gewonnen. Mathematisch, nee, ich bin dann nochmal selbst manuell. Ihr seht ja, das ist nicht unbedingt so, als ob ich gut da drin wäre. Das geht hinterher ganz gut mit uns hier, aber hier jetzt gerade nö, nicht wirklich. Wenn mein Schokobo mal da hingehen würde, wo ich hin will, dann würde das wahrscheinlich noch ein bisschen besser funktionieren. Aber naja. Hey, immerhin sind wir die Nummer 1 da oben. Aber ja, der erste Schokobo, der ist sehr leicht aus der Puste. Jetzt habe ich es ganz versaut, aber der ist sehr schnell aus der Puste, dementsprechend wird das sowieso rennentechnisch nichts. Das geht erst hinterher wieder ganz gut. Aber so können wir ganz geschönt die Strecke genießen. Oh ja. Wow. Murmeln. Dinge. Ich glaube, da hinten ist die Ziege gleich irgendwann wieder. Oh yeah. Yippee. Oh Gott. Ja, irgendwo. Ja, da hinten ist die Ziege. Ja. Muss ich da jetzt noch hinrennen? Wirklich? Ihr wartet jetzt noch von mir, dass ich so weit. Oh Gott. Ah, ich kann Start drücken. Danke. Danke, Spiel, danke. Pech. Du warst in einer schwierigen Lage. Ich suche dir einen besseren Schokobo. Warte hier ein bisschen, okay? Ja, danke. Das Rennen fängt gleich an. Ja, die gehen wieder. Ihr kennt das schon. Ich warte jetzt hier und dann kriege ich einen besseren Schokobo. Ja, ich wollte gleich auch gehen. Lauft, ihr kleinen Jockeys, lauft. Erinnert mich ein bisschen an eine Simpsons-Folge, wo Bart ein Jockey war mit so einem komischen Punker-Pferd dann hinterher. Also ich wäre ein Punker-Chocobo. Ich will ein Punker-Chocobo. Oh, ein Punker-Chocobo. Ich meine, das war ein besserer Schoko, wobei ich mich da jetzt enttäuschen kann. Genauso wie ich jetzt eben immer noch nicht weiß, wie ich den Schoko lenkte. Ja, stimmt. Ich lenke ihn mit dem. Ah, Gott. Das erklärt einfach alles. Ist klar, dass ich nicht lenken kann, wenn ich nicht das Steuerkreuz verwende, sondern den Stick. Sag mal ehrlich. Manchmal muss ich mich doch selber meine Idiotie wundern. Ich meine nur, das ist typisch ich. Ah, ich bin vorne. Leck mich, bleib weg. Aber ich könnte das Rennen immer noch verlieren, weil ich nicht mehr weiß, wie man. Ob man, sollte ich vielleicht eher sagen, Ausdauer regenerieren kann. Und wenn nicht, dann werde ich nämlich jetzt gleich verlieren. Ich stelle mich aber auch mal wieder dämlich an. Weg. Zu regenerieren, nö, kann man nur, nö. Kann man das überhaupt noch regenerieren irgendwie?
Ah, sondern das gar nicht geht. Ah. Ich habe keine Ahnung mehr. Und wieder tot. Nee, ich muss echt mal überlegen, ob das ging. Irgendwie. Sonst kommen wir ungefähr bis dahin und das war's dann auch. Ja. Schreibt mir ruhig rein, dass ich mich dem nicht angestellt habe, aber irgendwie habe ich gerade den Dreh gar nicht mehr raus. Gott, wie viele Rennen das immer sind, das muss man sich mal vorstellen. Die rennen hier 2 Minuten, dann heißt es sofort wieder, alle Jockeys jammeln sich. Ja, das ist alles mit dem TS. Jich und Jockeys und ne. Und ich drehe mich im Kreis und ich drehe mich im Kreis. Hinterher wird's bestimmt besser. Glaube ich, hoffe ich. Ja, okay, komm. Hau rein. Damit kannst du eine Kontrolle. Das ist aber ziemlich schwierig dazu zu bringen, so laufen wie du willst. Wenn du schon gut nicht mag, fahr nicht. Kann man nichts daran ändern. Sind die hier sanft. Kannst du beschleunigen. Okay. Ja, muss ich noch was sagen? Ich habe nicht Viereck gedrückt. Ich bin also in Normalgeschwindigkeit rumgelatscht. Oh Mann. So, ihr merkt, ich laufe jetzt mit einer ziemlichen erhöhten Geschwindigkeit, ohne einen Geschwindigkeitsboost einzusetzen. Verliere dabei zwar kontinuierlich Ausdauer, aber bleib ziemlich weit vorne. Da kann ich immer ein bisschen bremsen, damit ich... Ja, das ist eine gute Geschwindigkeit, das passt. Ja, das erklärt auch, warum es nicht funktioniert hat. Ugh. Wieder so kleine Details, an denen es dann hapert, nicht wahr? Jawohl. Hirn 1:0 für dich. Das meine ich nicht positiv, meine ich natürlich wieder betrogen. Oder der Teil, der fürs Erinnerungsvermögen zuständig ist. Lauf, Schoko, lauf, schneller. Ja, nachdem wir jetzt die letzten Rennen verloren haben, hängen wir alle ab und sind fertig damit. Ich meine, guckt euch auf der Karte an, wo sie sind und wo wir sind. Furchtbar. Gewonnen, welch ein Wunder. So ein Fail. Ne. Aber schöne Siegesmusik, doch ja. Lila Schokobo, wenn ich jetzt drüber nachdenke. War ein Pinker? Der silberne da ist, glaube ich, der goldene. Oder? Oder was ist doch nur ein normaler Silber? Ach, keine Ahnung. Sehen wir alles später mal. Alles später. Herzlichen Glückwunsch, jetzt ist alles in Ordnung. Nachdem du dein Rennen gewonnen hast, ist es egal, wie viele Leute du abgeschlachtet hast, jetzt bist du ein Sieger. Ach ja, der Besitzer hat mir gesagt, ich soll dir diesen Brief geben, wenn du gewinnst. Junge, wenn du diesen Brief liest, dann musst du einen Sieg errungen haben, den du bestimmt verdient hast, oder auch nicht. Ich habe von Esther über deinen erfahren. Da du gewonnen hast, verspreche ich dir, dass du mit all deinen Freunden begnadigt wirst und dass sie alle freigelassen werden. Hurra! Ich habe auch sozusagen als Entschuldigung ein kleines Geschenk für dich vorbereitet für die Reise. Es tut mir leid, dass ich dir dies nicht persönlich sagen kann, aber ich bin ein sehr beschäftigter Mann. Mit freundlichen Grüßen, Dio! Ein Geschenk. Cloud, ist das nicht fantastisch? Der stellvertretende Geschäftsführer ist gerade vorbeigekommen und hat einen Buggy für dich dagelassen. Jetzt kannst du ohne Probleme durch Wüsten und Flüsse fahren. Okay, Cloud, ich warte draußen. Der Brief geht noch weiter. PS, ich habe vor kurzem Sephiroth kennengelernt. Er muss viele Fans unter Jungs sein, als das haben. Warum besorgst du nicht seine Unterschrift? Er scheint in Richtung Süden des Flusses nach Gongaga gegangen zu sein. Gongaga, ach ja, genau. Sephiroth. Jetzt heißt es also Abschied nehmen. Ja. Na, wenn du je deinen eigenen Rennschokobo hast, komm mal wieder vorbei. Ich kümmere mich um deine Anmeldung und alles andere.
Bis dann. Leb wohl. Tschüssi. Ah, okay. Ja, eigentlich nicht reformieren, sondern einfach nur... Einfach nur Substanzen tauschen, hätte ich immer gerne, aber naja. So, wir haben jetzt ein Buggy. Mit dem Buggy können wir rumfahren und ich meine, wir werden nicht attackiert, wenn ich irgendwas treffe. Ich meine, man hat keine Zufallskämpfe. So, Flüsse sind leicht zu überqueren, wie man sieht. Man kann einfach drüber brettern. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo es was bringt, wenn ich hinfahre. Also wir können hier mit dem Buggy rein, wenn wir es dann wollen. Und können dann, meine ich, den Ozean überqueren mit dem Buggy, um dann dahin zu kommen, etc. Okay. Ja. Wenn man es denn will, ne? So die Sache. Auf alle Fälle ein Buggy. Das erste Fahrzeug, was wir in diesem Spiel bekommen. Den wir durch die Gegend brettern können. Auch quer. So ein bisschen quer zumindest. Ich meine, hier kann ich hier rüber? Ich glaube, ja, doch. Okay, ich dachte, man kann hier nicht drüber fahren, aber. Hey, es ist ein Buggy, ne? Warum sollte man es nicht gönnen? Haha. Ich glaube, hier kommt man nicht rüber. Oder? Hier rüber? Oder war die Höhle noch für später? Ah, Erinnerungsvermögen. Trübt mich zweimal gleichzeitig. Ist ja grausam. Denn wie ihr sehen könnt, kann man den Buggy trotzdem Zufallskämpfe abkriegen. Okay, gut. Schön, dass wir das auch geklärt haben. Wir machen beim nächsten Mal weiter, Leute, wenn ich meine nächsten Schachzüge besser ausgeplant habe. Das hat weh getan. Das hat sehr weh getan, das fand ich schön. Ja, wie gesagt, wenn ich meine Züge besser ausgeplant habe, wo wir als nächstes hingehen, was ich als nächstes mache, ob ich vielleicht vorher... Yeah. Vorher die Limits weiter trainiere, all das sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dann würde ich aber sagen, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.